Bevor wir zu den Kriegsvorbereitungen gegen Russland und die aktuellen, sehr besorgniserregenden Aktivitäten der DGAP zu sprechen kommen, müssen wir uns erstmal ihre Geschichte und ihre Struktur ansehen. Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik wurde 1955 in Zusammenarbeit mit dem Council on Foreign Relations und Chatham House gegründet. Und das ist schon mal ein interessantes Fahrwasser, in dem sich die DGAP hier bewegt. Das Council on Foreign Relations wurde 1921 in New York von Edward M. House und anderen hochrangigen Bankiers, Politikern und Unternehmern, darunter auch Walter Lippmann, einem der relevantesten neoliberalen Publizisten des 20. Jahrhunderts, gegründet. In den folgenden Jahrzehnten avancierte es zu den Schaltzentralen der amerikanischen Außenpolitik. Die Hälfte alle amerikanischen Regierungsmitglieder im Zeitraum von 1945 bis 1972 waren Mitglieder des Council on Foreign Affairs. Aus diesem Kreis kamen beispielsweise Dwight D. Eisenhower oder Henry Kissinger, um mal einige Beispiele zu nennen. Auch die größten Kapitalisten in den USA gehörten zu den Spendern bzw. Mitgliedern des Council on Foreign Affairs. Hier wären beispielsweise David Rockefeller oder Paul Warburg zu nennen, der auch schon an der Gründung beteiligt war. Chatham House ist einfach nur das britische Pendant des Council on Foreign Relations. Während ersteres aus dem Kreise der amerikanischen Delegation der Pariser Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg hervorging, ging Chatham House aus dem Kreis der britischen Delegation hervor. Wir haben hier also zwei Denkfabriken, die beide ja eine zentrale Aufgabe hatten: die weltweite Hegemonie des britisch-amerikanischen Bündnisses zu sichern. Zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg richtete sich dies vor allem gegen das geschlagene Deutschland. Und ja, zur Zeit des Kalten Krieges, als auch die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik gegründet wurde, richtete sich dies vor allem gegen die Sowjetunion. Erster Vorsitzender der DGAP wurde der CDU-Politiker und Industrielle Günther Henle. Ihm war in der britischen Besatzungszone ein kometenhafter Wiederaufstieg gelungen, nachdem er bei den Nazis zuvor schon als Diplomat und Industrieller Karriere gemacht hat. So war Henle der Eigner der Klöckner Werke AG, geschäftsführender Gesellschafter von Klöckner und Co. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrats der Klöckner Humboldt Deutz AG und Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung der Eisen- und Stahlindustrie. Zudem gehörte er noch den Aufsichtsräten der Deutschen Bank, der Allianzversicherung sowie von Siemens an. Für die CDU war er von 1947 bis 1949 Mitglied im Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes sowie bis 1953 Mitglied im ersten Deutschen Bundestag. Wir haben es hier also mit einem in der deutschen Politik sowie der deutschen Wirtschaft bestens vernetzten Mann zu tun. Und was noch besser ist, er war ein Befürworter der Westbindung, was ihn prädestiniert dafür machte, erster Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zu werden. Wie auch bei Chatham House und dem Council on Foreign Relations waren in den Gründungsprozess der DGAP viele hochrangige Journalisten, Unternehmer, Politiker und vor allem Bankiers integriert. Den Gründungsappell für die DGAP unterschrieben beispielsweise der erste Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Fritz Berg, oder der Chefredakteur der Zeit und Mitbegründer der Atlantikbrücke, Ernst Friedländer. Zu den Unterzeichnern des Gründungsaufrufes gesellten sich auch noch zahlreiche westdeutsche Politiker, darunter CDU- und FDP-Justizminister beispielsweise oder der SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer oder der deutsche Botschafter in Washington Wilhelm Grewe. An der von Anfang an angedachten transatlantischen Ausrichtung der DGAP hat sich bis heute freilich nichts geändert. So gehört diese Organisation zum Transatlantic Policy Network, einem Netzwerk zahlreicher Denkfabriken, die sich für eine transatlantische Ausrichtung der europäischen Außenpolitik einsetzen. Auch heute noch sind zahlreiche hochrangige Politiker Mitglieder in der DGAP, vernetzen sich dort und knüpfen weitere Lobbykontakte. So saßen 2022 im Präsidium beispielsweise Elmar Brok, Katharina Barley, Safsan Chebli, Norbert Röttgen, David McAllister, Günther Oettinger und viele weitere, von denen ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Zu den Finanziers der DGAP zählen viele reiche Privatpersonen sowie staatliche Institutionen. 2020, 2021 finden sich unter den Spendern, die der DGAP mehr als 100.000 Euro gespendet haben, folgende Institutionen: das Auswärtige Amt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
Das Bundesministerium für Verteidigung, also drei Institutionen, die zur Bundesregierung gehören, Arend Oetker, die Europäische Kommission, die Open Societies Foundation, die Otto-Wolff-Stiftung, die Robert-Bosch-Stiftung und die Stiftung Mercator. Die DGAP wird also von reichen Unternehmern sowie zahlreichen staatlichen Stellen finanziert, wobei hier wirklich auffällt, wie ja die Finanzierung über verschiedenste staatliche Stellen aufgeteilt wird. Also es gibt drei Bundesministerien, die an die DGAP spenden. Dazu kommen noch die Europäische Zentralbank und die Europäische Kommission, was wirklich zeigt, was für einen breiten überparteilichen Rückhalt es für ja diese transatlantische Bindung der Bundesrepublik gegenüber den USA gibt. Und genau das macht die DGAP so gefährlich. In dieser Denkfabrik werden sich Konzepte ausgedacht, wie man die transatlantische Partnerschaft stärken bzw. die Interessen der gesellschaftlichen Eliten vorantreiben kann. Und aktuell scheint die DGAP auf Kriegskurs zu sein. Anders lassen sich ihre neuesten Veröffentlichungen nicht deuten.